Jeden Mittwoch ganz früh aufstehen, das ist für die bereits 48 Unternehmer des BNI-Chapter Osterrichi überhaupt kein Problem mehr. Schon um 6.30 Uhr trudeln die ersten Mitglieder im Stadthotel Gürtler ein, um pünktlich ab 7 Uhr gemeinsam zu frühstücken. Dabei präsentieren die Mitglieder einander nicht nur sich und ihre Unternehmen, sondern gemäß BNI-Motto »Wer gibt, gewinnt« gegenseitig Geschäftsempfehlungen ab, die zu mehr Umsatz führen. Am Mittwoch, den 5. Oktober wiederum, luden die Amstettner BNI-Unternehmer nun zum regionalen Besuchertag ob des zusätzlichen Platzbedarfs ins Mozart, wo Stefan Emhofer, ebenfalls BNI-Mitglied, mit einem üppigen Frühstück aufwartete. Ja, eine coole Veranstaltung. Ich darf euch herzlich gratulieren und danke, dass ich geladen wurde heute als Gastsprecher. Hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Krass, wie viele Leute eurer Einladung gefolgt sind und was sich da getummelt hat um 7 Uhr in der Früh. Also das begeistert mich immer wieder bei BNI. Wenn man gut organisiert ist, dann ist es eigentlich relativ leicht zu machen, weil die Vorlagen sind da. Und wir haben eigentlich ganz brave Mitglieder, die sowieso gerne und freiwillig bezahlen. Also ist das eigentlich unterm Strich ein vertretbarer Arbeitsaufwand. Es war insofern entspannend, weil ich einfach ein Team hinter mir habe, die was das sehr super organisiert haben, sehr viel Arbeit damit gehabt haben. Da sieht man aber, dass man, wenn man ein Team mit dabei hat, selber mal so einen Tag genießen auch kann oder so ein Frühstück. Obwohl man nur Besucher aus vorher festgelegten Branchen geladen hatte, durften doch gleich 27 Gäste an diesem Morgen begrüßt werden, denen sowohl die Mitglieder als auch das Netzwerk selbst vorgestellt wurde. Netzwerken ist zwar mittlerweile ein leidlich überstrapaziertes Wort, im Chapter Osterrichi wird auch ordentlich getratscht, jedoch nur vor und nach dem knapp 90-minütigen Frühstück. In erster Linie ist die Zusammenarbeit der Unternehmen aber von Aktivität getragen, was sich besonders eindrucksvoll an der Engagement Runde zeigt. Genau das passiert bei uns, was uns ausmacht, nämlich wer gibt, gewinnt und wenn man reden kommt, die Leute zusammen, wie es so schön heißt. Und ich glaube, unser Team, das hat sich jetzt von alleine mittlerweile selbstständig gemacht und mittlerweile rennt es eigentlich, ohne dass wir wahnsinnig viel noch mehr dazu tun müssen, weil einfach unser Ruf schon, glaube ich, uns vorauseilt. Der Weg nach oben ist sicher noch offen. Natürlich werden wir jetzt schauen, wer oder wie viele sich noch anmelden oder welche Branchen wir vor allem wirklich benötigen. Es gibt natürlich manche, die was wir sehr gerne hätten. Das heißt nicht, dass wir andere nicht möchten, aber manche wären halt für unsere momentane Aufstellung sehr, sehr wichtig. Schauen wir mal, was rauskommt. Die Besucher an diesem Morgen zeigten sich sehr überrascht, wie viele Empfehlungen, interne wie auch externe, von den Mitgliedern allwöchentlich zusammengetragen werden. Wie viele Vier-Augen-Gespräche tatsächlich geführt werden und vor allem staunten sie über die zig Umsatz-Danke-Kärtchen, die konkret belegen, wie viel Umsatz mit den Empfehlungen gemacht wird. Im Falle des Amstettner Chapters sind das pro Jahr nämlich knapp 2500 Empfehlungen, die einen Umsatz von 2,5 bis 3 Millionen Euro ausmachen. Also mir hat es halt großartig gefallen, war toll und schwungvoll, habt ihr echt toll gemacht da, die ganze Organisation. Traditionsbetrieb, ja, ein Traditionsbetrieb muss immer am Ball bleiben und muss immer schauen, dass er mit dem Trend geht. Ja, es war definitiv eine interessante Geschichte. Ich muss sagen, es ist auch sehr interessant, mit anderen Unternehmen zu kommunizieren und zu sprechen. Und es ist eine super Erfahrung und ich werde mir da sicher mal ein bisschen einschnuppern in das Ganze. Ja, ich sage schon, dass jeder Mängel Potenzial ausschöpfen kann. Als Tischler, sage ich mal, ist es super mit den anderen Gewerken, weil man da immer wieder braucht, so wie Elektriker, Installateur. Und auch die Dienstleister sind sehr wohl gesucht, weil ja, es ist sicher für jeden was dabei. Und das Schönste ist natürlich auch, wie es bei mir zum Beispiel war, vor 7 Jahren hergezogen, man kennt keinen Menschen und da man schließt so viele Freundschaften, was für jeden empfehlenswert wäre. Ja. Ja, das ist im Grunde genommen wirklich für jeden geeignet, aber was halt fein ist, ist das, dass man durch BNI auch wortgewandter wird, weil man eine gewisse Routine kriegt da beim Vorstellen und das ist einfach was, wo ich sage, das kann ja jeder profitieren auf alle Fälle. Mein Vorteil ist ja, dass Haare immer wachsen, ne? Und der eine oder andere, was ich so gesehen habe bei den Moderatoren, haben sicher mal ein Umstyling notwendig. Die drei Moderatoren Thomas Knapp, Josef Hörersdorfer und Reinhard Lembacher werden das sicher beherzigen. Sollten Sie als Unternehmer ebenfalls Interesse an einer Mitgliedschaft haben, fragen Sie doch einfach bei einem der Mitglieder nach. Unter den 48 ist Ihnen mit Sicherheit jemand bekannt.